Ja, hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute darum, ich habe bei einem Tauschpaket mitgemacht von einer Facebook-Gruppe. Ja, ich bin jetzt schlecht vorbereitet, denn ich weiß nicht mehr, wie die Facebook-Gruppe heißt. Aber keine Panik, ich verlinke euch die unten in der Infobox. Ich werde sie raussuchen und dann verlinke ich euch die in der Infobox. Entschuldigung. Haben leider nur 5 Leute mitgemacht. Ja, was eigentlich schade ist, aber auch irgendwo positiv, finde ich, weil so landet nicht so viel Schrott in den Wandertauschpaketen, sondern man kann sich sicher sein, okay, ja, weil ich war auch noch die zweite, bei mir war das dann immer ganz gut, weil, ja, ich war Nummer 2. Was ich ganz süß fand, ist, sie hat geschrieben, dass sie für jeden eine Kleinigkeit mit beigepackt hat, fand ich echt ganz niedlich, und zwar ist das was Selbstgebasteltes, was ich total geil finde. Also so ein selbstgebasteltes, ja, quasi wie ein Portemonnaie würde ich es jetzt bezeichnen. Ich weiß nicht, ob man das so macht, aber ich weiß schon, was ich da drin mache, was ich da mache, so, weil ich werde die ganzen Pässe, Reisepass von meinen Kindern, Impfausweise und die Krankenkarten von den Kindern, nee, Krankenkarten nicht, die habe ich ja immer im Portemonnaie, aber Reisepässe, Impfausweise vom Kind, vom Hund, also von den Kindern und vom Hund, werde ich hier reinpacken, weil ich finde das ganz süß. Weil ich finde das auch ein bisschen zu schade für meine Stempelschablone oder sonst irgendwas, ne? Hier hinten hat sie dann, steht noch Minnie-Maus drauf, vorne ist auch Minnie-Maus drauf und so Ladylike. Passt zwar nicht zu mir, aber okay. Nee, es ist süß. Die Idee ist dahinter, finde ich auch echt ganz niedlich, ne? Vor allen Dingen so selbstgebastelte, finde ich, kommen immer viel, viel geiler rüber, wie wenn da irgendwas Gekauftes jetzt mit drinne liegt oder sonst irgendwas. Also ich freue mich über selbstgebastelte Dinge, auch von meinen Kindern, mehr als wenn die mir irgendwas kaufen. Ja, also wie gesagt, da kommen die ganz wichtigen Utensilien rein. So, dann habe ich mir Strasssteinchen mitgenommen, weil meine sich langsam aber sicher dem Ende neigen. Das sind hier Irisierende, ne? In verschiedenen Größen, so wie ich das gerade sehe. Groß, Mittel, ich glaube nur Groß und Mittel. Nee, Klein, Groß, Mittel, Klein. Also 3 verschiedene Größen sind da drin. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, ne? Ich würde jetzt mal sagen, bestimmt an die 50. Oh, nee. Also das ist komplett voll. Also ich würde sagen, das sind so 50 Steinchen bestimmt. Oh, Dankeschön. So. Dann habe ich mir noch mitgenommen so ein Flocati-Fusselzeug. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist auf jeden Fall dieses Fusselzeug, ne? Was man dann als... Oh, ich komme gerade nicht drauf, aber das ist so... Flocati-Teppich-mäßig, was man oben auf eine Schwitzschicht macht, also ins Gel einstreuen kann, aushärten kann, und dann ist es quasi wie so ein Sugar-Effekt. Genau. Dann habe ich mir von ABC Nail Store einen Chrom, das ist wie so ein Nagellack. Der sieht dann so aus, deswegen trage ich den jetzt auch nicht auf, weil ihr seht ihn ja. Fand ich ganz cool, weil Luna lackiert sich ja auch auf die Nägel, oder man kann ihn auch so drüber geben und dann versiegeln, zum Beispiel, wenn der durchgetrocknet ist. Weil hier steht nämlich auch hinten drauf, also das hatte ich vorhin gelesen, dass man den in 2 dünnen Schichten auftragen und gut trocknen kann. Für den absolut extremen Chrom-Effekt empfehlen wir die Versiegelung des Auftrags mit ABC Nail Store. Chrom UV Code. Diesen 120 Sekunden unter einer UV-Lampe härten lassen. So. Also ich gehe das stark davon aus, dass man den auch mit natürlich mit anderen Versieglern, ne? Das ist jetzt klar, jede Firma sagt, oh, nimm den Versiegler von uns, ne? Genau. Fand ich auch ganz cool, weil so eine Farbe habe ich jetzt auch noch nicht. Müsste ich jetzt auch probieren, ne? Also ganz, ganz schön. So, dann habe ich 2 Farbgele rausgepickt. Und zwar ist das eins von, ja. Ich hoffe, ich kriege den Kleber jetzt ab, ohne irgendwie... Okay. Ohne irgendwie was zu zerstören jetzt. Ja, ich hoffe es. Hypnotic. Genau. UV, also von Alessandro ist das. Das UV-LED-Gel Hypnotic.
Ich hatte den Tegel vorhin sauber gemacht. Ich hoffe, der ist noch sauber. Genau. Und der schimmert auch so nice. Oh Gott, ich hoffe. Genau. Das ist so ein... was ist denn das? Schlammton mit Schimmer drin. Den trage ich euch auf jeden Fall auf. Ich war jetzt nicht vorbereitet, dass der schimmert. Deswegen habe ich mir jetzt auch keinen Schimmerpinsel rausgeholt. Aber okay. Ich werde das mal so ein bisschen eben rühren. Also das sieht leer aus, das Tiegelchen, ne? Also man denkt so, ist ja nicht viel drin. Aber ich denke, das sind diese riesen Tiegel, wo wirklich, also ne, wo unten nur gefüllt ist, die aber wirklich 5 Milliliter, also 5 ml, ja genau, Milliliter drin haben. 5 Gramm wollte ich gerade sagen, ja. Aber es sieht auf jeden Fall spannend aus, das Gel, ne? Das hatte ich gar nicht so gesehen. Ich hatte nur diesen Schlammton gesehen gehabt und habe gedacht so, oh, der gefällt mir. Aber dass da so Schimmer-Glimmer-Partikel drin sind, hatte ich jetzt nicht gesehen gehabt. Das habe ich jetzt gerade erst. Aber umso besser. Macht das Gel natürlich gleich ein bisschen hübscher. Also ich würde den Ton allerdings, wenn ich ehrlich sein soll, in 2 Dünnschichten auftragen. Denn ihr seht das ja hier. Hoppala, wo bin ich? So. Hier oben scheint mein Finger noch so ein bisschen durch. Natürlich jetzt nicht. Aber ihr seht ja da dieses kleine Löchlein, ne? Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Gel. Also ein sehr schöner Farbton. So. Ups. So, dann machen wir weiter. Obwohl, nee, ich glaube, ich trage das jetzt mal eben in der zweiten Dünnschicht auf, denn ich denke, dann sollte das auch... Also es ist auch sehr flüssig, das Gel, ne? Also da müsst ihr aufpassen. Ich weiß ja nicht, gibt es den Laden noch, Alessandro? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie alt das Gel, also von wann das Gel schon ist. Deswegen, also... Aber ich finde es sehr hübsch. Sehr, sehr schön. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ne? Das ist so... Holla, die Waldfee ist, ne? So, und dann habe ich mir noch ein Gel mitgenommen. Und zwar ist das, glaube ich, von... Ach, du gehst am Stock. Max Moritz Kosmetik, genau. Oder Moritz Kosmetik. Nee, nicht Max Moritz. Moritz Kosmetik, so. Das Spring Blue. Das fand ich auch so schön. Und habe das auch nicht gesehen, dass das schimmert erst, wo ich das Gel aufgerührt habe, ne, weil sich das so ein bisschen am Tiegel abgesetzt hatte. Also man hatte oben schon diese leichte Ölschicht gesehen. Aber das fand ich richtig cool. Ich dachte, wow, hallo, wer bist denn du? So. Ich hoffe. Es deckt jetzt und mir fällt jetzt gerade auf. Ach, Schimmergel mit dem Standard Full Cover Pinsel. So muss man das machen, ne? Toll. So. Das ist so ein Babyblau mit Schimmer. Finde ich aber auch jetzt für den Sommer. Oh, da macht das meine Haut braun. Wow. Für den Sommer finde ich das jetzt auch ganz schön. Ne? Würde ich auch in 2 Dünnschichten auftragen, weil es halt einfach in der ersten Schicht nicht deckt. Also nicht hundertprozentig abdeckt. Jetzt habe ich an meinem normalen Fullcover-Pinsel Glitzer mit drin. Das ist natürlich auch richtig geil. Ach, so schön, wenn man so unvorbereitet ist. Ne? So, ich trage das jetzt auch nochmal in einer zweiten Dünnschicht auf. Und dann... ja, wenn man da jetzt nicht gerade irgendeine schwarze Frisur mit einarbeitet. Genau. Und in der zweiten Dünnschicht deckt das auch. So, das waren die Gele, also die Farbgele, die ich mir rausgenommen hatte, weil die anderen mir nicht zu hundertprozentig zugesagt haben. Ja, fand ich nicht so spannend. Jetzt kriege ich den Tiegel nicht. So, dann habe ich mir Aufbaugele mitgenommen und zwar von Jollyfine, das Einphasengel Milky, standfest. Das ist, wie der Name schon sagt, ein standfestes, milchiges Gel. Ich denke mal, man kann das für einen Babyboomer bestimmt ganz geil nehmen. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob das wirklich standfest ist, weil einen leichten Honigeffekt, glaube ich, hat es auf jeden Fall. Also es ja, doch, ist... Ja. Aber man sieht, ne, es zieht sich halt ein Ticken
Bisschen glatt auf jeden Fall. Also leichten Honigeffekt ist da. Ich bin gespannt, ne? Ich bin sehr gespannt, wie es sich verhält. Ob man damit vielleicht, ob ich diesmal damit vielleicht einen Babyboomer schaffe? Man weiß es nicht. Man wird es sehen, ne? Weil Babyboomer, habe es jetzt ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Schwieriges Unterfangen. Dann habe ich mir von Jollyfeen, oh, ich muss eben den Tiegel. Dann habe ich mir von Jollyfeen das Covergel Natur Glimmer Special Edition 4 Plus mitgenommen, weil das genau mein Ton ist, weil ich den echt richtig, richtig hübsch finde, ne? So, der hat so leichte Glimmerpartikel drin in, ich glaube, Silber. Haben sich auch leicht unten abgesetzt. Aber, ja, oha, nee, okay, also leichte Glimmerpartikel, nee, doch nicht. Aber das ist ein hübsches Gel, also ich finde es schön, ne? Und ich denke mal, wenn man damit ein schönes Fullcover macht, na, also das als Fullcover auftragen, nicht als Aufbaugel unbedingt, aber in zwei Schichten als Fullcover, kann ich mir auch ganz schön vorstellen, ne? So, und zu guter Letzt von 78 Nails, genau. Das Standing Builder Cover. Ich glaube, die Nummer, den Shop gibt es gar nicht mehr, oder? Ich meine nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist das, ja, wie das von Jollyfeen. Wenn man mit dem Pinsel drin ist, also ich bin jetzt hier mit dem Dings drin, mit dem Spaten. Aber wenn man mit dem Pinsel drin ist, bewegt es sich, nimmt man den Pinsel raus, bleibt das auf jeden Fall hundertprozentig stehen. Ich glaube, Honigeffekt ist da nicht wirklich. Also da müsst ihr wirklich mega vorsichtig sein. Ja, genau. Also da müsst ihr schon akkurat arbeiten. Genau. Aber da kann ich euch ein Video verlinken von Sandra Gera. Die hat nämlich ein Video dazu gemacht, wie man mit standfesten Gehen arbeitet. Da wir gerade dabei sind, kann ich euch gerne verlinken. Oder verlinke ich euch in der Infobox unten. Und dann könnt ihr mal gucken. Für die, die keine Ahnung haben, wie die mit standfesten Gehen arbeiten. Genau. Das war's soweit von mir. Also das ist das, was ich mir da rausgenommen hatte. Das andere war so uninteressant für mich. Aber ja. Genau. Also. Das war's soweit von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Bis dann!